Der Gegner des FC Bayern München im zweiten Testspiel im Rahmen der Wintervorbereitung war der saudi-arabische Club Al-Wehda aus Mekka. Und wieder nutzte Jürgen Klinsmann die Gelegenheit, um munter zu rotieren und möglichst alle mitgereisten Spieler auch spielen zu lassen. Im saudi-arabischen Jeddah übernahm Bayern München auch sogleich die Initiative. Die erste Gelegenheit nach 3 Minuten. Philipp Lahm auf Luca Toni. Aber der Italiener verpasst hier die Gelegenheit, die frühe Führung zu erzielen. Auch schön gehalten. Nach zum Teil harten Trainingseinheiten konnte man von Bayern München sicherlich kein Feuerwerk erwarten. Nichtsdestotrotz, Bayern München klar überlegen, immer wieder angetrieben durch natürlich Franck Ribéry. Doppelpass mit Luca Toni, dann zu Hamid Altintop. Und der wird es etwas zu schön machen. Jürgen Klinsmann konnte allerdings mit der Anfangsphase zufrieden sein. Bayern München klar die bestimmende Mannschaft. Auch nach 9 Minuten wieder Bayern München mit Miro Klose auf Altintop. Dieses Mal gutes Abspiel zu Luca Toni. Aber wieder knapp daneben. Schon nach 10 Minuten hätte Bayern München hier klar führen können. Al-Wehda im Glück und dann mit der ersten Gelegenheit. Nach 14 Minuten. Langer Ball. Lucio sieht eigentlich ganz harmlos aus. Dann aber der Ballverlust. Und auf einmal ist Said Moat vor dem Tor. Aber mit vereinten Kräften können Breno und Michael Rensing die Situation entschärfen. Lucio gewinnt hier den Ball. Und dann das beherzte Einsteigen von Essa Almeyani. Said Moat will es dann etwas zu schön machen. Weiterhin 0:0. 2 Minuten später, wieder mal Bayern vorne und wieder Franck Ribéry. Der Franzose mit guter Frühform. Auch in dieser Szene fehlten nur ein paar Zentimeter. Klose mit der Vorarbeit. Und Ribéry verpasst ganz knapp. Nach 28 Minuten mal wieder Al-Wehda. Und auf einmal taucht Mohamed Abu Trika auf. Aber kein Problem für Michael Rensing. Schon im ersten Testspiel eine gute Vorstellung der bayerischen Nummer 1. Und auch hier ganz schnell am Boden, kein Problem. 3 Minuten später, Hamid Altintop. Sehr aktive Vorstellung in der ersten Halbzeit. Dann ist es Franck Ribéry auf Luca Toni. Und wieder zurück. Und sehen sich das an, Franck Ribéry. Tolle Körpertäuschung, toller Trick und das 1:0 nach 31 Minuten. Abdelaziz Al-Bech sieht da nicht besonders gut aus, aber wer will es ihm verdenken gegen den starken Franzosen. Im Abschluss dann keine Chance für den Keeper. Wunderschöne kleine technische Leistung hier von Ribéry, der die Bayern in Führung bringt. Nur 4 Minuten später, jetzt die stärkste Phase des FCB. Luca Toni auf Hamid Altintop. Unten kommt Massimo Oddo, der sucht wieder Luca Toni. Und von hinten kommt Tim Borowski. Eiskalt, der Mittelfeldspieler. 5 Bundesliga-Tore, 1 in der Champions League. Und auch in den Testspielen ist Borowski sofort da und stellt wieder seine Torgefahr unter Beweis. Das 2:0 für Bayern München nach 35 Minuten. Es war zugleich die letzte gefährliche Szene der ersten Halbzeit. Jürgen Klinsmann wechselte fast die komplette Mannschaft durch. Hochverdient die 2:0-Führung für Bayern nach 45 Minuten. Dann die erste Szene der zweiten Hälfte. Einer der seltenen Angriffe von Al-Wehda. Schön gemacht und auf einmal steht es nur noch 2:1. Thomas Kraft jetzt eingewechselt. Der Torwart der zweiten Mannschaft des FC Bayern München. Absolut machtlos. De Michelis und Daniel van Beuten nicht energisch genug und eiskalt ausgenutzt. Und auch in der nächsten Szene wieder Al-Wehda vorne mit diesem Gewaltschuss. Auch da hätte Thomas Kraft keine Chance gehabt, wie die Zeitlupe beweist. In der Folgezeit allerdings Bayern München
wieder stärker. 5 Minuten nach dem Anschlusstreffer, Landon Donovan in seiner bisher gefährlichsten Szene, Kopfball an die Latte, Glück für den saudi-arabischen Club. Danach 20 Minuten, viel Leerlauf, dann die 90. Minute. Christian Nels Hereingabe, schwach geklärt von Suleiman Amedo. Und da ist Landon Donovan mit seiner besten Szene für den FC Bayern bisher. Im ersten Testspiel schon 2 Assists. Und jetzt der Amerikaner mit seinem ersten Tor. Schöne Einzelleistung hier. Präziser Schuss, das 3:1 für Bayern München. Natürlich die Entscheidung in diesem Testspiel. Auch wenn es noch 1-2 Möglichkeiten gab. Die beste in der 94. Minute, Sosa und wieder Landon Donovan in schönem Zusammenspiel. Und dann überrollt Bayern München den Gegner. Zum Schluss Miro Klose Schuss geblockt und Martin De Michelis nicht präzise genug. Aber es blieb die letzte Szene in diesem Spiel. Bayern München gewinnt das 2. Testspiel innerhalb von 3 Tagen. Dieses Mal mit 3:1 gegen den saudi-arabischen Club Al-Wehda und kann somit zufrieden auf die ersten Ergebnisse des Jahres 2009 zurückblicken.